Of your public records, along with the investigatory information about your private life. Well, you've got some secrets, don't you? Naughty. As the restraints make a signature impossible, please acknowledge that you consent to these collections. Thank you. I'm not bad looking, to be honest. If you go for that type. Well, I ain't never been that picky. I just hate seeing her eyes. Hallo zusammen, willkommen zu The Outlast Trials. Ein neues Outlast, eigentlich für Multiplayer gedachtes, oder halt Koop. Und nach dieser feuchtfröhlichen Einführung die wissenschaftlichen Fähigkeiten dieser Ärzte. Dachte mir, fangen wir direkt mal an mit der Charakterstellung. Die werde ich wahrscheinlich nicht sehr detailreich machen, weil ich sonst 10 Jahre dran bin. Hoppla. Ich war zu früh dran. Wake up! Ich habe immer versucht, aus dem Cinematic-Zeug eigentlich mit meiner Stimme und so rauszuhalten. Wie ihr gerade schon beim Intro bemerkt habt. Aber ja. Ich habe keine Ahnung vom Spiel. Ich habe mich wirklich zurückgehalten, mich darüber zu informieren. Ich weiß nur, dass es wahrscheinlich mein PC quälen darf wegen Raytracing. Und ich habe hier eine Tür hinter mir. Diese Tür geht aber nicht auf. Hier ist Blut. Ich habe die anderen alten Outlast-Teile Night Vision auch gespielt, aber ich fand sie nie so gut. Muss ich sagen, ich fand sie immer ein bisschen overhyped. Das sind gute Horrorspiele, ja, aber nicht so gut, wie sie beschrieben werden. Hallo?
Höre ich doch jemanden. Habe doch halt jemand Schritteln gehört. Und wo zum Fick bin ich hier? Sieht ja grässlich raus. Das könnte ich ja sogar noch besser zusammenbasteln. Dann gehen wir mal hier lang. Jump! Das erste Mal, dass aufgefordert wurde zu springen. Naja, nicht wirklich, aber ihr wisst, glaube ich, wie ich es meine. Dann lauf mal hier lang. B1, B2, B3, B4. Erase your past. Remake yourself. Ich habe mir schon sehr stark selber neu gemacht, glaube ich. Das sieht unfreundlich aus. Wir sind hier in einer großen Halle. Gefällt mir. Schöne Ästhetik. Bonjour. Das ist eine Puppe. Habe ich schon gedacht, so hey, steht da Madame Goffgeil aus Resident Evil Village. Hi. Ich mag dich nicht. Ich gehe hier rein. Die Dame wirkt mir sympathischer. Willst du mir was erzählen? Ein Schafskopf. Eine kleine Batterie. Ah! Okay, das ist geil. Hier ist Opa. Opa Friedrich. You were born. Maybe the most destructive thing you've done to the world. You have to release the past in order to embrace the future. Ich find's unfreundlich, eingesperrt zu werden. Mutter. Ich verstehe nie diese Bilder, was man darin sehen soll. Die meisten davon sind einfach innere Organe. Aber ich zieh mal am Hebel. Bam. Siehst du an diesem Hebel so langsam. Ich finde es aber schön, dass wir uns einig sind, dass meine Geburt echt nicht praktisch war für diese Welt. Ich frage mich jetzt aber wirklich jetzt schon, wie wird das aussehen, so ein Spiel als Koop zu haben. Ich werde doch mit einem Kollegen ein bisschen spielen. Gucken, wie das dann so rauskommt. Ich kann mir vorstellen, dass wenn man es gut gemacht hat, das richtig geil sein kann. Vivian hat mich eigentlich angeschrieben, mich nicht drüber zu informieren. Ich würde es sogar alleine durchspielen, wenn nicht die Sache wäre, dass überall drauf steht, dass das sehr, sehr schwierig wird dann. Also mir gefällt schon mal die Atmosphäre, die das Spiel aufbauen will. Und hier hatte jemand seine Periode. Jessica! Jessica hat zumal wieder deine Periode. Ich spiele das lauter stellen. Perfekt. Ah, ich habe zwei Knöpfe zum Crouchen. Gefällt mir. Und dem bringt jetzt nicht mehr so gut. Joinks! Das klang jetzt gerade sehr fleischig. Und ich will hier drin gar nichts sehen, glaube ich. Boah. Habe ich gerade schon gedacht, aber was ist das denn jetzt? Verstecken. Oh, nee. Das gefällt mir nicht. Carrots and sticks. Rewards
punishments. A disciplined child is grateful for both. Was macht mit diesen Hebeln? Ich schalte die Szene ab. Es wäre viel pragmatischer, wenn man es einfach anzünden würde damit. Warum zum Fick leuchten deine Augen so weird? Bash. Guten Tag. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Ich glaube, er will keine Hilfe von mir. Von mir spezifisch. Oh! Ja. Spannende Kindheit, würde ich mal sagen. Ich stelle dazu keine weiteren Fragen zu dem jetzigen Zeitpunkt. So, dass ich diese Tür wieder offen haben will. Ich habe eben das Gefühl, das endet nach einer Chase-Scene. Alter, was war das gerade eben für eine Aktion, Junge? Au! Ja, danke, gut. Gut, dass du mich jetzt aussperrst. Aua. Ja, danke. Joinks. Hier ganz gesund das Zeug. Dying is easier. Fairer Punkt. Das bringt mich jetzt aber noch nicht direkt zum Aufgeben. Damit will ich nichts zu tun haben. Damit will ich nichts am Hut haben. Der wollte kochen. Was dir passiert ist, weiß ich nicht. Ich kann Türen langsam öffnen. Okay, alright. Ich finde das hier nicht gut. Warum muss ich rennen? Ich sehe hier keinen Grund zu rennen. Ich will hier rein. Dieser Raum hier gefällt mir. Ja, Pop goes the Weasel. Ei. Jo. Darf den Apfel da haben? Danke. Nein. Nein. Warum haben alle hier den Bohrer? Darf bitte der Apfel einfach gehen? Au, au, au. Aua.
komischer Doktor-Professor-Typ. Ich glaube, ich brauche einen Arzt. Nein, das braucht ich nicht. 60, hab's. Oh fuck, hab's gewastet. Mhm. Mhm. Dem Szenario hier vertraue ich nicht. Hab's gewusst, ich vertraue dem Scheißdrecks-Missgeburtsszenario nicht. Hast du mir doch gedacht, dass der wisst, sagen, ja, irgendwas machen will? Ma'am. Wir können über alles reden. Oder Sir. Huch. Was macht ihr denn da? Ihr tanzt, ihr seid eine prima Ballerina. Finde ich doch schön. Ich fühle mich unwohl. Ja. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich das Gefühl, tanzen funktioniert anders. Egal. Pull. Nein. Ich will den Hebel wieder zurückschieben. Ich mag die Person, die dort steht, gar nicht. Hi, Freund. Wir sind hier alles Freunde. Nicht wahr? Oh boy. Mein Freund, hier liegt ein großes Missverständnis vor. Durch! Muss er weg? Muss mir verstecken. Hallo? Ah gut, Gitter. Haha, du kommst hier nicht rein. Hm. Lecker Schmecker. Ein Fleischwolf. Mm. Oh. Look at this baby. Look what happens when baby listens to the voices on the radio and doesn't listen to mother. You get the Bruce. When babies are bad, mother gets disappointed. And the vultures of the crow! I... Da hilft auch eine Kopfschmerztablette, glaube ich, nichts mehr. Ja. Darauf ist jetzt nicht mal mehr so angekommen. You see what happens when children try to grow up before their time. Guck mir nicht so an. Ich glaub dir ja schon, Muttern. Darf ich hier bitte rein? Ich
fühle mich nicht so wohl in der Nähe von diesem Ding. Okay, zerstöre deine Public Records. Zielmarker. Hallo, Tür. Hallo, Schrank. Den ich jetzt verlasse. Hörst doch hier schon wieder rumwatscheln. Fuck it. Ich bin nicht da. Ja. Oh. Das ist dümmer. Ich bin nicht da. Schön, sind wir uns da einig. Hey, die sind besser wie Eltern im Tür zu machen. La la la. La la la. La la la. Ice traps. Try harder. Lecker Suppe. Oh no. Ist niemand. Weiß warum, aber fühle mich in keinem dieser Räume wohl. Ah, aua, ah. Ich kann die Schnittwunden schon förmlich spüren. Kann ich das hier bitte wegpacken irgendwie? Irgendwie distracte mich diese Medizin. Ah, ich habe sogar eine richtige Wunde an meiner Hand. Pick up. Mhm. Danke für diesen Hinweis. Was war dir eigentlich passiert? Er hatte die Tage. Er ist an allem schuld. Lalala, warum auch keine Batterien? Lalala, ich hätte gern wieder Batterien. Kann ich auf dem Feindsding? In die Fresse knallen. Hier ist niemand. Das ist eine Falle. Das sieht nicht nach einer Falle aus. Gib mir deine Batterie. Ich brauche sie. Er ist sogar noch relativ effizient. Pick up. Zeit, ein bisschen Aktenvernichtung zu betreiben. Um das Papier in göttliche Kleinteile zu zersetzen. Bin am Arsch. Oh, fuck. Halt, halt, geh rein, gerade Schreck, gerade Schreck, gerade Schreck. Du hast es nicht gesehen, du hast mich nicht gesehen. Du hast das nicht gesehen.
Atlas. Nix gesehen. Ich bin mir sicher, dass du nichts gesehen hast, Alter. Und ja, irgendwie erwähnt, du hast nichts gesehen. Du hast nichts gesehen. Und da bin ich mir absolut sicher. Ciao. Seht ihr? Mit du hast nichts gesehen, kann man alle Probleme lösen. Wie sieht der Raum, den ich hier gerade reingerammt bin, voller Panikgang raus? Schick. Schönen Holzbalken hast du an deiner Brust, Brudi. Gefällt mir. Kann ich dich auch langsam aufmachen? Danke. Nur damit, falls die andere Alte wieder zurückkommt, ein Versteck auf Lager hab. Oh. Die Alte ist direkt da hinten. Versteck dich, Duppel. Du Lappen. Du Lappenkuchen. Meine Fresse, Frau. Geh zum Sprachtherapeuten. Der kann da vielleicht noch versuchen, was zu regeln. Ich habe zwar nicht viel Hoffnung, aber kein Problem meiner Stufe, ne? Typ Tebe. Find schön, das Spiel mich scheinbar nicht dafür punisht. Mich auf Langzeit zu verstecken? Warum bist du zu? Mag geschlossene Türen, einfach nur wenn der Gegner mich nicht sieht. Oh! Das. Keine Ahnung! Dass ich genau hier drin bin! Du hast keine Ahnung! Nee, nee. Alle haben die eine hohe Killrange. Alter, hast du eine hohe Killrange! Du gehst! Das kann man mir auch anders sagen, wie mit einem riesigen Messer in der Hand. Ich finde dein Ausschlussverfahren super. Ich kann nur in eine Richtung hin sein. Und die Dame hat nicht genug Geduld, in den Schrank zu gucken. Ich merke schon, wenn ich irgendwann mal ein Horrorspiel selber machen sollte. Ich programmiere meine KI als erstes darin, auf den Schrank abzubuddeln. Was ist das hier eigentlich für eine spannende Tür? Oh, und dann ist Bett der Rauch gekommen. Ich finde es einerseits gut, weil ich jetzt von der Alten weg bin. Andererseits finde ich es ganz schlecht, weil der hier seinen Kopf in dieser Situation verloren hat. Hallo? Ist hier jemand? Ich bin in einem Zwiespalt zwischen. Au! 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 Ich habe das Gefühl, ich habe gerade einen Bug erlebt.
Aber wie schön zu wissen. Ah, boy. Alter, fuck off. Gib mir das. Du kommst hier nicht hinein. Gefällt mir. Was in komischen Sexualpraktiken-Universum stellt das jetzt dar? Ich fürchte mich. Joinks. Ich mag das Haus hier nicht. Ich mag ja allgemein die Leute nicht. Sind so alle so unfreundlich und wollen mich vergasen. Fun Fact, Kinder. Ihr macht euch echt nicht beliebt, wenn ihr andere Leute vergast. Und warum musst du so klingen? Case. Ich würde zu gern wissen, was alles drin steht. Und sind ja verdammt viele Akten. Auf mich gibt es safe nicht so viele Akten. Weil es könnte sein, dass es so viele Akten auf mich gibt, aber dann auch meine Fragen. Du bist garantiert nicht nett. Genau. Ja, dort bin ich nicht drinne. Dumm, gell? Ja. Da ist sogar was dran. Nope. 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 Ow. 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 Oh, Dr. Futterman, Au, renn, 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 was ist das? Was macht das? Au, au, oh, fuck, bin gestorben. Aber knapp. Knapp, würde ich behaupten. Warum zur Fickler 14 Alarm, Alter? Ah!
Daddy. Bye, have a great day, I think. Hab überlebt? Hey, ich hab überlebt! Wie schön! Sit. Weil ich ja so eine große alternative Wahl hab. Hallo, Rosa Menacing Display. Reborn. All ringed out, cleared and ready. Everything perfectly under control, kept tidy for somebody with just your dysfunctions. We're returning you to the sleep room now. A place you can reflect on what you've learned. This is exciting. What a gift. What an opportunity. Ich darf reflektieren, wie schön. Hab ja so viel Wahl an allem anderen gehabt. This is evaluation. After each trial, I'll assess your progress, guiding you through recovery and growth. Know that you're special. You're loved. You're worth our effort. You have to trust that we wouldn't have chosen you if you didn't deserve to be here. Ich weiß nicht warum, aber meine Vertrauenswürdigkeit nimmt bei euch da ab, dass ihr überall Blut an den Wänden klebt und ihr mich mit der anderen Alten da zusammen eingesperrt habt. Willst du mal so erwähnt haben? Wer zur Fick seid ihr alle? Was zum Fick ist das hier alles? Spannend. Du siehst ja ganz nett aus. Aha, es hat schon... Ist das hier ein akkurater... Aha, es sind einfach andere Spieler. Das ist geil. Okay. Ich würde sagen, das war es jetzt aber erstmal mit diesem Video hier. Ich würde sagen, ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal einschaltet. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, einen Kommentar und teilt das Video mit Freunden, Verwandten, Familie oder auch eurem Erzfan, wenn es euch ganz schlecht gefallen hat. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Peace out.